Moin Leute und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transportfever. Und ja, sie kommt leider nicht am Montag, sondern ich habe es wieder am Wochenende verpennt. Ich hatte sehr wenig Zeit am Wochenende, die Folgen aufzunehmen, aber ich versuche mich da deutlich zu bessern. Also eine Woche Pause oder so möchte ich nicht mehr machen, ja. Aber wenn es dann mal wieder vorkommen sollte, dann entschuldigt das bitte. Das ist schon mal vorab. Auch habe ich schon in einigen Kommentaren gelesen, dass sie schon gesagt haben, ja, das wäre ja schon ein riesen Schienennetz. Und naja, also dann habt ihr wahrscheinlich nur nicht die Rhein-Ruhr-Kanne gesehen, denn da ist es, ja, wer sie kennt, wer im Livestream dabei ist, der weiß, wie viele Schienen da liegen. Ja? Und ich habe mir auch schon überlegt, weil wir spielen ja hier modfrei, ob wir nicht irgendwie Mods einfügen sollen oder ob wir einfach die Mods erst in der Season 2 von Transportfever einfügen sollen. Das überlasse ich mal euch. Ja, da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr mir vorschlagt oder ob ihr das schon haben möchtet, ob ihr das erst in Season 2 haben möchtet, ja. Oder ob wir jetzt sagen, okay, wir spielen jetzt bis zum Jahr 2000 auf dieser Map und sagen dann beginnt Season 2 mit Mods, ja, damit man auch ein bisschen Schönbau machen kann. Das überlasse ich mal euch. Einfach mal die Ideen in die Kommentare unten reinschreiben. Ich werde mir die dann durchlesen, werde einen Kommentar dazu schreiben und dann werden wir ja dann in der nächsten Aufnahmesession, werde ich jetzt dann ein bisschen darüber reden und dann können wir ja weiteres besprechen. So. Aber dann würde ich auf jeden Fall mal ins Spiel starten. Ich sehe schon hier hinten, hier wartet sehr, sehr viel. Ja, da könnten wir uns vielleicht dann nochmal überlegen, ob wir dann ein bisschen die Linienführung und die Bahnhöfe optimieren. Aber ich würde mal sagen, dass wir die nächste Stadt erstmal anschließen. Und das wäre hier Dornburg mit, was für ein Ding? Erdfunkstelle Usingen. Aha, gut. Und ich würde auch gerne hier das alte Gleis verwenden. Dafür müsste ich aber hier kleine Umbaumaßnahmen ergreifen. Und wir spielen auch mit dem Beta-Patch. Das heißt, wer ihn noch nicht kennt, ist auf Steam verfügbar. Haben wir einmal hier die Gleisgeschwindigkeiten, einmal die, ja, wie nennt man es denn? Den Straßenverkehr. Und ja, sieht noch alles schnieke aus. Da ist ein bisschen Stau. Ah ja, gut. Das ist mal zu vernachlässigen. Aber dann müssen wir überlegen, weil ich möchte gerne von hier rauskommen vom Bahnhof. Möchte hier durch den Güterbahnhof durchfahren und dann hier das alte Gleis verwenden, dass wir den ein bisschen versetzen. Muss ich noch schauen, wie wir das machen, weil die Industrie ist dort oben. Ja. Gut, werden wir dann sehen. Auf jeden Fall muss ich den Zug hier mal kurz rausschicken. Und am besten mir den mal zur Hand nehmen. Und dann sag ich mal hier. Upsa. Vierspurig oder viergleisig, ja, okay, du fährst weiterhin dorthin, das ist gut. Dann müssen wir hier die Einfahrt ein bisschen umbauen. Hier mal schnell schauen, da haben wir 110, das heißt, ich reiß jetzt mal das hier mal ab. Okay, das war eigentlich schlecht, weil da steht der Zug mir noch drauf. Naja, egal. Zack, zack, so. Und dann versuchen wir das hier mal an. Es geht sogar. Aha. Okay. Würde ich das ja schon fast so machen. Also wir könnten noch ein Stückchen gerade gehen und dann
sagen. Oder wir gehen einfach gleich nach oben. Moment, so. Ah. Dass wir dann sagen, hier machen wir die 120, wo wir dann auch die Weiche setzen. So. Dass wir hier mal eine gescheite Einfahrt haben. Und dann geht's hier weiter, hier nach oben, zack, zack, und hier runter. Das gleichen wir dann sofort noch an. Ich muss aber erstmal den Zug hier rüber kriegen. So. Dann bauen wir das alles mal ab. So, zack, zack, zack. Ja. Ich sehe nichts wegen dem Rauch. So, jetzt. Dann machen wir einmal so. Und da benutzen wir das Gleis hier. Geht aber weit vorher. Da müssen wir mal kurz verbessern. Und zwar indem wir eine gerade Strecke machen, weil dann haben wir diese Huppel bei den Weichen nicht drin. Das ist ja einer der Punkte, was mich fast schon am meisten aufregt. Da hatte, muss ich sagen, Train Fever weniger Probleme mit. Na gut. Also hier haben wir 120. Das sieht sogar recht ordentlich aus. Könnten wir sogar. Na. Würde ich dann doch nicht so weit hinten machen. Wer die Community Map verfolgt hat, jetzt in letzter Zeit auf dem. Bei den Livestreams, der weiß, dass ich sehr pingelig bin mit den Geschwindigkeiten. Aber da kann man nicht. Da kann ich leider nichts machen, denn so bin ich halt. Es ist da 117. Ich krieg einen Vogel. Ja, man muss halt so. Ah, geht nicht, okay. Steigkrümmung zu groß. Und wo? Junge, bist du dumm? Das blick jetzt nicht so ganz. Das soll mal einer verstehen. Ich kann nur bis hier bauen. Ja? Warum auch immer? Hä? Wie? Was? Hä? Ich bin gerade etwas.
etwas überfordert. Na gut. Dann bauen wir es halt eben so. So und so. Und dann hier die Weiche rein. Ein, zweimal. So. Eins, zwei. Machen wir hier einen hin. Machen wir da einen hin. Machen wir so. Machen wir hier das Signale und die Weiche kommt ja noch weg. Machen wir da eins hin. So, die zwei Linien hier müssen einmal genau umgedreht. Und zwar einmal hier rein und der andere geht bitte da rein. Sehr schön. Zack. Zack. Du hast umgedreht. Linienbindung, nein, oh oh. Warum denn nein? Hä? Oh, jetzt wird er da. Na toll. Bricht wieder alles zusammen. Ne, die steigt. Jetzt sinkt sie wieder. Wieso sinkt die denn? Wo es bleibt denn? Holy shit. Oh. Oh, bist so niedrig gefallen. Ich habe das jetzt leider raus. So. Haben wir hier noch irgendwie die Möglichkeit, Holz anzuliefern? Natürlich nicht. Oh. Alles hat so schön gepasst. Ja, aber kein Holz. Supi. Toll. Hä, wo ist denn überhaupt hier? Es ist jetzt alles auf dem Fleck. Baumstamm, 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 Baumstamm. Super. Super, klasse. Oh je, oh je, oh je. Naja, gut. Dann schließen wir mal die Seite hier an. Und da können wir ruhig so einen Damm machen. Der so verläuft, in etwa. So, dann gehen wir dann mit einer Brücke rüber.